Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode God of War. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen weiter. So, dann haben wir das auch entdeckt. Was haben wir hier noch? Okay. Nee. Mein Gott, was ist denn los? Mir hat total verpeilt. Hier müssen wir ja. Geklappt! Klar doch. Ah, ich sehe schon. Einer. Hier oben ist auch eine Kiste. Aber irgendwas übersehen, so weit weg kann das ja nicht sein. Ist hier noch irgendwo. Ah, da. Idem-Apfel. 2 von 3. Haben wir die auch bald komplett. Wunderbar. Wie kommen wir denn da hin? Da ist sowas von hinüber. Muss sie abschießen. Oh, wie schlecht. Oh. Nochmal, Energie. Das war anstrengend. Tapfer, Junge. So, hier ist wieder eine Brücke. Gut.
all diese Toten. Ist es da drin sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicher? Wer weiß. Was stinkt hier so? Jetzt! Sind das Schildläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch! Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch. Fleisch? Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten, ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Schnell hin. Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weitere Reise. Oh oh. Die stehen von den Toten auf. Ich erledige das. Ja, die hatten Glück. Sie kamen zurück. Ja, jetzt ist vorbei. Ich will hier weg. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Hier. Kann ich hier durch? Nee. Hier. Nee. Die Kette. Hier lass geht's die Kette runter. Mach ich. Ja, der ist ein bisschen niedergeschlagen, der Sohn. Kann ich aber auch verstehen. Der Arme. Schaffst das, komm. Guckt ihn euch an. Er ist total fertig. Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein, ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit.
Sehr gut. Hör mir jetzt zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Oh, eine Truhe. Da redet irgendjemand. Was ist das? Odins Auge. Die Augen von und Ohren des Rabengottes sind überall. Ziele? 15 Raben töten. Okay. Bronze, Silber und Gold. Alles kriegen wir. Worauf wartest du? Jetzt komm schon. Auf geht's. Oh. Ist das? Hey, lass mal dein Tier in Ruhe. Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Hm. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Du hattest recht. Hey, du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Rock. Vera Logge. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Tigger Bikia, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Aber immer doch. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Das ist mein Wort. Ein paar neue Upgrades ist immer gut. Willkommen in einen Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Drücke nach rechts. Brock hat ihnen einen Frostflamme gegeben, eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können sie ihre Ausrüstung herstellen und verbessern.
Drücke X, um leere Axt auszuwählen. Gratis Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Dies hat auch zur Auswirkung, dies hat auch die Auswirkung auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Okay. Kratos Kraft und Werte werden hier angezeigt. Drücken Sie L3 für die Wertbeschreibung. Der Schaden einer Runenangriffs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Runenangriff Abklingzeit können durch Verbesserung reduziert werden. Jeder Wert bietet im Spiel einen Vorteil. Kraft und Werte eines verbesserten Gegenstands werden auf den Gegenstandskarten bei Kratos Werte angezeigt. Das Verbessern einer Waffe erhöht diese Werte dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos Werte zu beeinflussen. Jetzt können wir also die Frostflamme einbauen. Verbesserung von Leviat-Axt. Erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Wunderbar, wunderbar. Ja, jetzt haben wir natürlich nicht mehr genug Ressourcen. Aber die Axt befindet sich jetzt auf Stufe 2 und kann natürlich auch weiter verbessert werden. Verbessern Sie Ihre Waffe, um neue Fähigkeiten zum Kauf freizuschalten. Im Pausenmenü Fähigkeiten können Sie erwerben. Brustrüstung. Aha. Sicher ist ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? Einfach gefertigt, bla bla bla. Okay. Wildschwein, Schulter. Nö. Nö. Was haben wir hier? Sag's nur, Kleiner. Ach, seine Rüstung können wir auch. Jetzt haben wir natürlich keine Rüstung. Wäre natürlich besser gewesen, glaube ich, ihn auszurüsten. Was noch? Was haben wir hier noch? Seinen Bogen. Genau. Ist aber nicht alles, was du erlegst, oder doch? Dann haben wir wenigstens seinen Bogen verbessert. Ist doch schon mal ein Anfang. So. Cool. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt! Ist dahinter noch was für mich? Lass dir doch nichts kaputt machst. Siehst du, was ich vollbracht habe? Annehmbar. Annehmbar, sagt er. Weißt du, was annehmbar ist? Deine Beinarbeit. So ein Scheiße getreten. Sag mal, dein Vater ist gut im Töten. Wirst du das auch von ihm lernen? Ich weiß nicht. Dieser Weg führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? Nee, jetzt nicht. Komm. Schön, dich getroffen zu haben, Brooke. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Pack nennen. Hey, Undankbares Pack, komm hierher. Gefällt mir. Sind wir denn jetzt hier weiter, oder? Von da sind wir gekommen. Und nicht, dass wir hier wieder irgendwelche Schätze liegen lassen. Schau ich mal kurz hier um. Was haben wir hier? Hier geht's runter. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Hey, kommt ihr kostet das? Ja. Okay. Oh mein Gott. So.
da gibt's noch Schätze. Papa kommt gleich wieder. Oh, du läufst mir eh hinterher. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Dann sollten wir da oben noch schauen. Ich glaube, hier geht's nämlich weiter. Frage ich mich, ob wir doch nicht hierher sollten. Komm. Ich glaube, hier kommen wir durch. Wie denn? Hier lang. Sieht ja einladend aus. Warte da. Die Gipfel kommt wieder nach unten. Stimmt. Warte da. Du wartest hier. Oh Mann. Okay, hier kommen wir aber jetzt nicht weiter, oder?
Mhm. Okay, mal gucken, was da oben los ist. Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Junge. Ja, Kratos macht immer einen auf hart, aber er hat auch eine sehr weiche Seite an sich. Schön. Ja, bis hierhin haben wir es geschafft. Mal schauen, wie es weitergeht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Euer Cap. Bis bald dann, ne? Und ciao.